Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mir mal die Freiheit rausgenommen, den größten Teil des langsamen Schwimmwegs hier rauszulassen. Das ist ja nur langweilig, interessiert keinen. Jo, gut, ich bin jetzt der Bote von Baltram. Und Skip, beziehungsweise ich habe ja gerade das Paket abgeliefert. Und jetzt gehe ich mal zurück zu Baltram und sag, schau mal nach, was er dazu sagt, dass ich nur 2 Flaschen Rum gekriegt habe statt 3. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, hey, wenn das nicht klappt, kann ich ihn immer noch verpfeifen. Habe ich eigentlich nicht vor, aber bevor er mir blöd kommt. Naja, ist ja okay, was der da macht. Er handelt ja nicht mit Menschen, nicht so wie die Banditen draußen. Das heißt halt im Umkehrschluss auch, dass er nicht der Händler der Banditen ist. Das muss jemand anderes sein. Aber da hieß es ja sowieso, dass es jemand aus dem oberen Viertel sein müsste. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer! Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Ich glaube da nicht dran. Na, klasse. 10 Gold. Super. Weißt du? So, ich habe zwar genug Gold, um mir jetzt nochmal so ein Schaf zu kaufen. Das habe ich schon immer gesagt. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, wir alle haben gesehen, wie der Weg funktioniert ins Kloster mit dem Schaf. Und es gibt ja noch einen alternativen Weg. Und ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, überhaupt keine Lust, da nochmal hinzulaufen, mir nochmal ein Schaf zu holen, das vielleicht sogar nochmal zu verlieren. Nee. Ich mache jetzt den alternativen Weg. Und dann ist das ja großartig, weil wir dann beide Wege sehen. Haha, ist das nicht super? Jawohl, ist es. Hey. Und derjenige, der mir dabei helfen kann, ist, glaube ich, genau, Vatras. Laris sagt, du kannst mir helfen, ans Kloster der Feuermagier zu kommen. Ist das deine Wahl? Der Weg des Feuers? Ja, ich will Magier des Feuers werden. Soviel ich weiß, nehmen sie gerne Novizen in ihrem Kloster auf. Wozu solltest du meine Hilfe brauchen? Laris erzählte etwas von einem Tribut, den sie verlangen, bevor sie jemanden ins Kloster lassen. Ich selbst werde dir nicht den Einlass ins Kloster gewähren können. Ich bin Magier des Wassers, wie du weißt. Doch ich kenne den Feuermagier Daron sehr gut. Er hält sich die meiste Zeit auf dem Marktplatz auf und sammelt Spenden für seine Kirche. Mir ist zugetragen worden, dass er nicht nur in der Stadt ist, um Spenden zu sammeln. Mir hat er von einer Statuette berichtet, die ihm gestohlen wurde. Sie war ihm sehr wichtig. Ich bin mir sicher, er wird dir Einlass ins Kloster gewähren, wenn du sie ihm wieder beschaffen kannst. Natürlich wird deine Entscheidung, dem Kreis des Feuers beizutreten, nicht verhindern, dass du in den Ring aufgenommen werden kannst. Falls du dich als würdig erweisen solltest. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Wegen dieses Waffenhändlers. Na, okay, siehst du? Der Waffenhändler war tatsächlich nicht der Baltram. Ich möchte nichts spenden. Brauche ich denn Heilung? Nö, aber meine magische Kraft könnte ich mal steigern. Andererseits, ich habe gerade auch keine Spruchrollen, mit denen ich das tun könnte. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Aber wenn ich dann mal welche bekomme, ne, dann werde ich auf jeden Fall davon profitieren, wenn ich mein Mana mal ebenso verdoppelt habe. Ach komm, was soll's. Nochmal plus 5. So, damit habe ich jetzt endlich... Wie viel Mana? 25 statt 10. Haha. Kannst du mir eigentlich mein Mana auffüllen, wenn ich sage, ich brauche Heilung? Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nicht der heilenden Magie. Oh, schade. Aber gut. Ich weiß ja jetzt immerhin, dass sich Daron, der Feuermagier, eine Statuette verloren hat. Und vielleicht kann der mir ja
was Magisches verkaufen, ein paar Rollen oder so. Schauen wir mal. Ich habe da etwas von einer Statuette gehört, die du verloren haben sollst. So, so. Das kannst du nur von Vatras, dem Wassermagier, gehört haben. Natürlich. Wo ist das Problem? Dem Kloster ist eine sehr wertvolle Statuette vom Festland geschickt worden. Sie ist aber niemals im Kloster angekommen. Hat man das Schiff geentert? Nein, sie ist wohlbehalten in Korinis angekommen und ich habe sie abgeholt. Doch sie ist einer Gruppe Goblins in die Hände gefallen, als ich auf dem Weg zum Kloster war. Jetzt sieh mich nicht so an. Wir Magier sind auch nicht unfehlbar. Oh, dann will ich auch keiner werden. Hast du nicht versucht, die Statuette wiederzubekommen? Oh doch, ich habe die ganze Gegend abgesucht. Leider ohne Erfolg. Wo hast du die Statuette verloren? Ich war auf dem Weg zum Kloster, in der Nähe von Orlans Taverne. Orlans Taverne? Ach, Blödsinn. Wir wissen, wo Orlans Taverne ist. Du sagtest, die Goblins haben sie jetzt. Sie haben sie gestohlen und sind damit im Unterholz verschwunden. Ich habe sie nie wieder gesehen. Sie haben sich wahrscheinlich in irgendeinem Erdloch verkrochen. Ich habe genug gehört. Ich finde das Ding für dich. Möge Innos dich leiten und behüten vor den Gefahren, die draußen vorm Stadttor auf dich lauern. Danke. Das bringt auch so viel. Ah, das war dann wohl die Goblinhöhle, in der ich für Greg war. Und damit habe ich diese Statuette ja schon. Ich habe deine Statuette gefunden. Innos, sei Dank. Was wirst du damit nun tun? Gar nichts. Sie hat mir nur Unglück gebracht. Du wirst sie für mich ins Kloster bringen, mein Sohn. Selbstverständlich wirst du nur eingelassen, wenn du dein restliches Leben in den Dienst des Klosters stellst. Aber ich bin mir sicher, um mir einen Dienst erfüllen zu können, bist du dazu bereit. Nicht wahr? Geh mit Innos, mein Sohn. Nein, ich tu's nicht für dich. Ich tu's für die Zuschauer, weil die wollten, dass ich Magier werde. Edge Badge. So, wer hat jetzt hier denn eigentlich diese Schriftrollen? Hast du Schriftrollen? Zeig mir deine... Nee, hat sie nicht. Aber einen Ring. Ach, egal. Brauche ich nicht. Ich schau noch mal eben kurz hier rein, ob ich hier irgendwas finde, was ich noch erledigen könnte. Der einfache Weg ins Kloster. Genau. Ich hab dir doch schon wieder geholt. Zugang zum Innerskloster. Nö. Keine Lust. Waffenhändler der Banditen. Ach ja, das sind die Banditen der Seekuppshof, genau. Nee, da ist auch nix. Die Vermissten. Ich könnte jemanden verprügeln und den Zauber endlich mal einsetzen. Bospas Bogen wird hinter der verschlossenen Tür im Hafen sein. Da komme ich nicht rein. Aufnahme bei der... Miliz. Ich schau mal, ob ich hier noch was machen kann, um noch ein paar Lebenspunkte, ein paar Erfahrungspunkte, meine ich, abzustauben. Ich will ja nicht zur Miliz, aber die Erfahrung, die hätte ich gerne. Die würde ich gerne mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Und dazu kann ich ja laut André wahrscheinlich den ein oder anderen Verbrecher verpfeifen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich da jemanden neuen habe. Wegen der Diebesgilde. Ja. Ich bin an der Sache dran. Gut. Da haben wir nichts Neues. Dann will ich das... Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Oh. Waldram kann ich auch nicht pfeifen. Wahrscheinlich, weil ich ihm gesagt habe, dass ich für ihn die Botengänge erledige. Schade, schade, schade. Aber ich vermute, da ich jetzt ohne bei der Miliz zu sein, mein Kopfgeld einstreichen kann, dass ich das nachher auch noch tun werden kann oder tun können werde, wenn ich Magier bin. Der hat auch keine Schriftrollen für mich. Hast du Schriftrollen für mich? Nee, oder? Du hast doch nur Tabak. Nein! Erzähl mir von Ach, der Zukunft. Verdammt. Gut, suchen deines Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Nein. Ah. Oh, wow. Orks. Sie bewachen einen Zugang, ein alter Stollen, das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier, dein Freund ist bei ihnen, er wartet auf dich. Feuer!
Ein Angriff, ein mächtiges Wesen. Die Flammen. Viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt. Ruinen. Quahotronen jagen da. Er wird gerufen. Quahotronen jagen da. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Ja, so böse sind die Drogen gar nicht, ne? Die geben nur einen 200 Erfahrungspunkte. Oh, nicht der schon wieder. Ich bin weg. Tschüss, ich bin weg. Nee, nee, nee. Hattest du nicht irgendwelche... Nein, hattest du nicht. Ich muss weiter. Ja, ist ja gut. Ich muss weiter. Hat ja keiner Schriftrollen? Zuris vielleicht? Nee, der hat nur Kräuter, ne? Zuris hat nur Kräuter, oder? Zuris nur Kräuter? Oder Tränke? Zuris, Kräuter, Tränke, irgend sowas? Zeig. Ah, tatsächlich. Sehr schön. So, was nehme ich mir denn? 5 Schaden pro Mana. Oh, wow. 100 Schaden pro Mana. Ist aber auch entsprechend teuer. Kleiner Feuersturm. Ja, ich sehe schon. Die werden entsprechend des Schadens, den sie machen, auch teurer. Was hatte ich denn? Feuerball? Feuerball macht 3-mal so viel Schaden, kostet aber nur doppelt so viel verglichen mit Feuerpfeil. Eispfeil, Eisblock. Blitzschlag, zu teuer. Schlaf. Nö, nee. Nö. Wolf rufen. Klingt lustig. Aber gut, dann nehme ich mir doch mal davon ein paar. Och, komm, ich nehme alle. Ist doch okay. Ist doch egal. Ich meine, hier, ne? Erstens, ich hab's. Und zweitens, ich brauche das Geld ja nicht. Ich bin ja schon... Ne? Also, ihr wisst ja, was ich meine. Ich bin ja schon Magier quasi fast. So, wo kriege ich jetzt meinen Mana her? Ich könnte eine Runde pennen. Darauf habe ich ja irgendwie keine Lust. Wie viel Mana brauche ich denn? Ich glaube 25. Na, dann müsste ich 5 von denen futtern. Ach, wisst ihr was? Ich hau mich eben doch nochmal kurz aufs Ohr. Es ist ja, ja, gut 19 Uhr. Eigentlich kann ich mich nochmal eine Runde hinhauen. Dann ist es schön hell, wenn ich loslaufe. Was soll's. Ist in Ordnung. Dann bin ich immerhin draußen, nicht im Dunkeln unterwegs. So, einmal schlafen und weiter geht's. Morgens um 8. Und los geht's, auf zum Kloster. Die Statuette für Daron hinbringen und Novize werden. Yay! Yay, es regnet. Juhu. Tschüss, Daron, und bis nachher im Kloster, nehme ich an. So, zum Kloster. Ach ja, richtig, zu Orlans Taverne einfach. Und wenn ich schon mal auf dem Weg bin, nochmal, könnte ich ja eigentlich mal bei Arkils Hof vorbeischauen. Der liegt ja hier quasi direkt abseits des Weges, direkt neben dem Weg. Und zwar bei dieser kleinen Treppe, die da gleich auf der linken Seite kommen müsste, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, hey. Warum habe ich das Zeug denn nicht mitgenommen? Grundstöckel, yay, ein Trank mehr. Ich muss hier bloß aufpassen, nicht runterzufallen. Wow, voll übersehen. Corinius Taverne, genau, ich will zur Taverne. Und, vorher zu Arkils Hof. Und dann ist ja auch noch unterhalb der Brücke eine Höhle, in die ich mich nicht reingetraut habe, vor vielen, 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 vielen Folgen von dem Händler, der da überfallen wurde und der Steintafeln hatte, die er Vatras bringen wollte. Ich glaube, mittlerweile habe ich diese dicke Rüstung, habe eine gute Waffe, da traue ich mich jetzt rein. Habe auch ein paar Levels mehr, ein bisschen Lebenspunkte mehr. So, Taverne, Corinius, Leuchtturm. Irgendwo hier sollte... Ach ja, da ist Arkils Hof. Also, das glaube ich jedenfalls. Müsste Arkils Hof sein, wenn mich nicht alles täuscht. Erstmal hier das Zeug hier mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Mehr Pilze. Wow. Wie viele Pilze hier wachsen?
So, guten Tag. Hey. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Das weißt du nicht. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Komischer Name. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Wo sind die denn? Ich könnte die für dich ausschalten. Jawohl. Denn ich bin schließlich der Held. Hey. Wer bist du? Enim. Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Das hat doch Egil gerade gesagt. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Nein, mir nicht. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. An der halben Portion ist ja auch nichts dran. Schauen wir mal, was er dazu sagt, wenn ich ihn konfrontiere. In der Annahme, dass es funktioniert? Natürlich. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Agima soll man nicht so aufschneiden. Oh je, wird es ein Familienstreit? Ich fürchte, das wird ein Familienstreit, wenn ich hier weitermache. Ist das denn eigentlich überhaupt eine Quest, wenn ich hier Familienstreit anzettle? Nicht, dass ich hier das Ganze... Na, es ist keine Quest. Okay, ich mach's aus Spaß an der Freude, weil ich's kann. Hey, du. Hey, da hinten ist ein Schaf. Ist es meins? Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Sag's ihm doch selber. Weichei. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Ach, ihr habt euch so lieb. Hey, du. Geschwisterliebe. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Drecksker gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Sag's ihm selber. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Ey, nicht so. Leute, was tut ihr denn da? Warum? Und ja, ihr dürft jetzt gerne Geschwisterliebe singen. Obwohl ich mir da mit dem Inhalt des Textes nicht ganz sicher bin, ob er hier zutrifft. Immerhin werde ich gleich einen davon ausnehmen können. Wahrscheinlich Egil, so wie das aussieht. War ja irgendwie auch klar, dass die halbe Portion zuerst zu Boden geht. Nein! Noch nicht mal Gold. Ah, puh. Hab ich's doch erwischt, das Gold. Was machst du jetzt? Wo gehst du hin? Was machst denn du? Warum haust du ab? Komm her, Mistvieh! Was? Ach so. Ein Mistvieh weniger. Ernsthaft? Wegen der Ratte? Komm her, Mistvieh! Ein Mistvieh weniger. Nein, das ist meine Erfahrung. Vergiss es. Warte mal. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Okay, tschüss. Moment, da kann ich gar nicht mit euch reden, oder? Wenn ich die Feldräuber besiegt habe. Na komm, ein Feldräuber. Gott, ich brauche noch so viel Erfahrung bis zum nächsten Level. Ah!
Ach nee, das Kämpfen ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe nochmal zum Hof hoch. Da gibt's bestimmt noch ein paar mehr Leute als nur die beiden Geschwister. Und außerdem kann ich jetzt nochmal mit Igel reden. Der ja... Oh, ganz viele Pflanzen. Der ja, vielleicht besser auf mich zu sprechen ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schauen wir doch mal, was er dazu sagt. Hey, Igel. Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Wieso habe ich Schaden angerichtet? Ihr habt mich gegenseitig beleidigt. Ihr habt mich kommandiert, das zu überbringen. Und ihr habt euch das ausgedacht, diese Beleidigung. Das war ich nicht. Scharf. Ah, keine Liesel. Blöde Liesel, ey. Verschwinde die einfach. Oder ist sie hier tot? Och, nö. Moment. Man grillt doch keine Schafe mit dem Fell. Das nimmt man doch vorher weg. Sonst verbrennt das ja und das schmeckt scheußlich. Ist hier irgendjemand? Hallöchen. Ist hier niemand? Ah, da sind Leute. Das will doch keiner wissen. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Oh je. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Moment. Wenn die hier in Prügellaune sind und stark gerüstet im Gegensatz zu mir und bewaffnet, dann speichere ich lieber nochmal. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Mich brauchst du das nicht. Hey, du!